So, hallo Freunde, wir bauen Endspiele mit Clansi heute. Hallo Clansi. Hallo lieber Jürgen, vielen lieben Dank für die Einladung, dass du dich mit einem so schlechten Spieler respektive Endspielgegner zusammensetzt. Bauen Endspiel hat nichts mit gut und schlecht, da muss man einfach rechnen, bis der Arzt kommt, ja, und da muss ich auch einfach üben. Deswegen bin ich mal froh, wenn ich nicht alleine üben muss. Hier haben wir jetzt eine Stellung. Da ist Schwarz am Zug. Und wir dürfen das Bauernendspiel jetzt berechnen. Ja. Kleine Info. Der Clansi ist am Leashes-Brett und ich habe quasi nur die Bildschirmübertragung an. Das heißt, die Pfeile stammen alle vom Clansi jetzt. So, dann lass mal rechnen. Was passiert hier? Aber Jürgen, ich muss dir noch mal ganz kurz in die Parade fahren. Du hast gesagt, wir müssen rechnen. Diese Aussage ist tatsächlich falsch. Du musst rechnen. Ja. Nein, wir wollen ja schon zusammen gucken und machen. Ja, mal gucken, ob wir es gemeinsam gelöst bekommen. Das denke ich auch, ja. So, was können wir hier machen? Ja, erstmal muss man sagen, wir haben keine Bauernmehrheit. Wir haben also 5 gegen 5. Genau. Also das ist schon mal der erste Fakt. Aber auffällig ist auch, dass unser König ein Stück aktiver ist als der des Gegners. Ja. Das heißt, jetzt können wir mal das gucken, ob wir den vielleicht noch weiter zurückdrängeln irgendwie. Oder austempieren können. Ja. Wenn wir mit König D4 anfingen, ja, kommt wahrscheinlich König B4. So. Dann spielen wir A6. Damit er nicht nach B5 kommt. Und jetzt wird schon schwierig für ihn. Jetzt. Wenn er einen Königszug macht nach B3, spielen wir C5. Und wenn er C5 selber spielt, spielen wir C6. Spielen wir C6, ja. Das sieht nicht so schlecht aus, oder? Also mal zur Visualisierung. Ich wollte gerade sagen, grüner Zug, aber es ist weiß. Es sind nur die grünen Pfeile. Okay, der letzte Zug war Anton 6. Ja. Und jetzt muss er quasi mit dem König wieder zurück. Nehmen wir mal, er geht. Oh, falsch. Das wird dann natürlich wieder ein bisschen blöd. Also, der. 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 Ja. Und jetzt muss er wieder zurück. Ja, dann spielen wir C5. Dann spielen wir C5. Und dann ist der Bauer weg. Dann ist schon der Bauer weg. Das geht also gar nicht. Und wenn er im zweiten Zug selber C5 spielt? Dann spielen wir C6. Dann spielen wir C6. Ja. Sieht auch gut aus. Ist das so einfach? Diese, okay, das heißt, diese Aufgabe ist... Ja, warte. Wir müssen also gucken, wenn wir auf König D4, wenn er A6 spielt. Nochmal so. A6. Dann spielen wir C5. Dann hat er keinen Zug mehr und er kann den C-Bauern nicht verteidigen. Richtig. Ist noch einfacher, geht noch schneller. Laut unserer Theorie gewinnt König D4 also. Sieht gut aus. Sollen wir ein halbes Bier drauf wetten oder... Sollen wir es? Ich würde sogar ein ganzes Bier drauf wetten. Oh. Ja, so weit würde ich nie gehen, aber komm mal, dann riskieren wir den. Ja, aber auch nur, weil du kein ganzes Bier verträgst. Ja, das ist der Punkt. Das kommt noch dazu. Okay, wir wagen es. König Dora 4. Und? War richtig. So, und nun jetzt Anton 6. Das war unser Plan. Richtig, weil alles andere wird wahrscheinlich im Remis enden. Jetzt C5, dann läuft der Reihe nach B5 und holt sich den A7 und genau.
Das macht keinen Sinn. Sein A-Bauer ist drin. Also jetzt A6, um dem König das Feld hier zu nehmen. Ja, genau. Ja. Ja, diese Aufgabe war korrekt, Jürgen. Applaus. Ja, an dich auch, ne? Nein, du hast die Barriere. Naja, komm mal, hätten wir auch hin. Okay, das scheint eine einfachere gewesen zu sein. Die haben wir gelöst, super. Mhm. Gerade mit diesem Bauernendspiel muss man ja einfach konkret rechnen, ne? Der kommt der und manchmal muss man auch diese Wettrennen abzählen und so. Deswegen, das ist komplett einfach nur rechnen und nicht nach Strategie oder nach Gefühl oder so, sondern hier musst du knallhart rechnen. Ja, und da können wir ja mit Bauernendspielen super üben. Deswegen, alles klar, das war die erste gelungene, guter Einstieg. Das war die erste gelungene. Ja, Jürgen. Genau. Und vielen Dank dafür. Wir probieren einfach noch ein paar und ich schnipsel dann so ein bisschen zurecht und zurück und dass wir da mehrere Videos draus machen. Ja, dann müssten wir uns aber nach jeder Aufgabe immer wieder neu begrüßen, ne? Und verabschieden. Nein, ach, das wissen die Zuschauer ja irgendwann. Okay. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, Bauernendspiele noch weniger interessieren als alles andere. Deswegen. Na, aber, das ist hardcore. Einfach nur rechnen. Der Satz war auch schon gut. Einfach nur rechnen. Einfach. Ja, ja. Dieses einfach passt in diesem Satz nicht. Passt nicht rein, ne? Okay, sollen wir die nächste machen? Jawohl.